Moin, was geht, Leute? Ich bin gerade auf dem Weg zu Rainer. Das ist ein Metallbauer. Und der hat uns angeboten, dass wir ihn besuchen können und er uns ein bisschen seine Werkstatt zeigt. Das interessiert bestimmt den einen oder anderen. Und wir sind jetzt auch schon fast da. Er wird uns ein bisschen seine Werkstatt zeigen und wird ein bisschen uns ein paar Fragen beantworten, die ein paar von euch gestellt haben. Und dann werden wir vielleicht danach noch, das werdet ihr dann aber in einem zweiten Video sehen, ein, glaube ich, ganz cooles Experiment machen. Wir haben nämlich bei ihm in der Werkstatt einen relativ unkaputtbaren Tisch gefunden und werden mal gucken, was der so aushält, beziehungsweise ob wir den vielleicht irgendwie ein bisschen kaputt bekommen. So, Leute, jetzt sind wir hier bei der Werkstatt. Ich muss leider mit meinem Handy aufnehmen, weil unser anderes Mikrofon hat sich gerade verabschiedet. Und wir gucken, ob er da ist und dann zeigt er uns bestimmt mal seine Werkstatt. Moin! Ja, moin! Hallo! Ach, endlich haben wir es geschafft. Ja, schön, dass ihr da seid. Vielleicht erstmal zu meiner Person. Ich bin Rainer Zobel und ihr steht jetzt gerade am Eingang meiner Werkstatt. Ich bin Metallbauer und möchte euch heute gerne so ein bisschen den Beruf des Metallbauers nahe bringen. Und da sind wir hier jetzt gerade schon richtig hier im Eingangsbereich meiner Halle. Und wenn ihr da mal einen kurzen Blick reinwerfen wollt, dann zeige ich euch auch gerne gleich mal ein paar Maschinen und was wir so fertigen und bauen. Ja. Und vielleicht gehen wir einfach mal rein und schauen einfach mal. Was ist das hier zum Beispiel? Dies hier ist eine der Maschinen, die wir eigentlich täglich benutzen. Das ist eine Bandsäge, mit der wir im Grunde unsere Profile und Stabmaterialien zusägen, aus denen wir dann, jetzt kommen wir schon zu den Sachen, die wir fertigen. Wir fertigen sehr, sehr viel Tore, Zäune, Balkone, ja, Vordächer. Und das ist eine Maschine, die wir täglich mehrfach benutzen, über Stunden teilweise, ne, um die ganzen Materialien zuzuschneiden. Okay, cool. Ja. Da sehe ich schon ein paar Tore. Ist das sowas, was ihr macht? Ja, hier ist zum Beispiel eine Pforte von einem Kunden hier bei uns aus dem Ort. Und haben wir jetzt gerade vorgefertigt. Die wird jetzt noch, muss noch geputzt werden. Dann geht sie anschließend in die Verzinkerei. Okay. Was heißt das? Verzinkerei bedeutet, das ist ein Korrosionsschutz, das Material vor Korrosion, Rost und so weiter zu schützen. Ja. Okay. Und in diesem Fall ist es so, dass der Kunde auch eine Pulverbeschichtung, also eine Farbbeschichtung dazu bestellt hat. Das erfolgt dann nach dem Verzinken. Ja, das sind beides Arbeitsvorgänge. Verzinken und Pulverbeschichten sind alles externe Arbeiten, die ich vergebe, ja, die wir selbst hier nicht fertigen oder machen können. Und dafür gibt es Betriebe, mit denen ich zusammenarbeite. Okay, cool. Ja, ihr seht dann hier unsere Arbeitsplätze. Da fertigen wir die Tore oder was wir zu fertigen haben, Rahmen zu schweißen, fertigen wir auf solchen Arbeitsplätzen, auf solchen Trägerarbeitsplätzen. Und davon haben wir hier zwei Stück. Da sind die Werkbank auch, Schweißgerät. Ja. Ja, eine weitere Maschine, die wir sehr, sehr häufig benutzen, ist so eine Standbohrmaschine. Ja, und
weil wir sehr, sehr viele Bohrungen, Löcher machen müssen für Verbindungen der Elemente und so weiter. Ja, und hier ist noch ein Arbeitsplatz, wo wir praktisch kleinere Vorbereitungen machen, wo wir Schleifarbeiten durchführen. Und ja, das sind so die Hauptarbeitsplätze, die wir haben. Und vielleicht kann ich euch nochmal, gehen wir nochmal einmal weiter durch die Werkstatt und zeige ich euch nochmal ein paar andere Maschinen, die wir häufig benutzen. Dies hier zum Beispiel ist eine Stanze, eine Lochstanze. Wenn wir zum Beispiel viel Serien haben, viele Grundplatten zu fertigen haben. Was sind Grundplatten? Grundplatten sind zum Beispiel, die wir brauchen, wenn wir Stützen für Zäune und so weiter fertigen. Dann werden die oft aufgedübelt auf Beton und dann sind das Platten, die sind quadratisch oder rechteckig mit Löchern drin zum Festdübeln. So, und wenn wir größere Serien haben, dann ist die Standbohrmaschine zu aufwendig, zu langsam. Und dann kann man sowas auch mit so einer Lochstanze stanzen. Die sind unheimlich schnell, funktionieren elektrohydraulisch und ja, sehr, sehr arbeitserleichtert. Cool, okay. Ja, hier kommen wir zu einer Schwenkbiegemaschine. Hier können Bleche dran gebogen werden. Wir fertigen halt auf Kundenwunsch öfters Verkleidungsbleche. Und ja, die Maschine kann bis zu 3 Meter lange Bleche kanten, aber überwiegend im Dünnblechbereich, also bis 3 Millimeter. Ja, Blech, was ja auch immer, man denkt immer, Blech ist ganz dünn, aber im Schiffbau und in anderen Bereichen werden Bleche bis zu 20, 30, 40 Millimeter verarbeitet und nennt sich auch noch Blech. Okay. Ja. Okay, alles klar. Okay. Sehr cool. Ja, und um die Bleche vorzubereiten, haben wir so eine Blechschere. Die kann ebenfalls 3 Meter lange Bleche schneiden, bis 4 Millimeter Stärke können wir hier schneiden. Und die Schwenkbiegemaschine kann bis 3 Millimeter kanten. Okay, also könnt ihr mehr Millimeter schneiden als kanten? Ja, genau. Wir können Millimeter mehr schneiden, als wir kanten können. Ne? Aber das hängt auch immer davon ab, wie... auf kürzeren Strecken können wir im Grunde auch etwas stärker biegen, aber auf 3 Meter Länge ist bei 3 Millimeter halt Schluss mit Kanten. Cool. Ja, das sind so die Maschinen, die wir hier überwiegend haben. Wir haben natürlich auch für Montagen ganz, ganz viele Handmaschinen wie Bohrmaschinen, Akkumaschinen, Trennflexen und so weiter. Die werden aber viel auf Baustellen benötigt nachher für die Montage. Das heißt, ihr fertigt hier und fahrt dann raus auf die Baustelle und bringt das Ganze dann auch an? Ja, genau. Also okay. Die Produkte, die wir herstellen, werden auch zu 99% von uns montiert. Okay. Das bedeutet, man ist in diesem Beruf teils in der Werkstatt und teils auch oft draußen auf Baustellen bei Kunden. Wir arbeiten viel für im Tor- und Zaunbereich arbeiten wir sehr viel für Privatkunden. Ja, wir haben aber auch ein, zwei Industriebetriebe, für die wir bestimmte Produkte fertigen. Dazu gehört auch ein Aufzugsbauer, für den wir bestimmte Panoramaaufzüge oder Segmente dafür fertigen. Und ja, das macht diesen Beruf im Grunde auch sehr, sehr interessant und vielschichtig, vielseitig. Ne? Und es ist ja ein sehr kreativer Beruf. Okay, ja. Cool. Wir haben im Vorweg schon ein paar Fragen gestellt bekommen, die würden wir vielleicht dir noch ganz gerne stellen. Können wir die vielleicht woanders, wo wir nicht ganz so hallige Verhältnisse haben, beantworten? Ja, gerne. Kommt ihr noch mit, dann setzen wir uns vor mir ins Büro. Thank you.
Ja, ich hatte euch ja eben schon mal ein paar Sachen in meiner Werkstatt gezeigt, mit was für Maschinen wir arbeiten im Metallbereich. Ja, ich möchte euch gerne noch ein paar Sachen zu mir selbst erzählen. Ich bin 52 Jahre alt, bin seit 23 Jahren selbstständig im Metallbau. Habe in den 80er Jahren eine Ausbildung gemacht zum Metallbauer, besser gesagt, damals war es noch der Bauschlosser gewesen. Habe dann einige Jahre als Geselle gearbeitet. Habe dann meinen Meister gemacht im Metallbau und anschließend noch den Betriebswirt des Handwerks, was im kaufmännischen Sektor sehr, sehr sinnvoll noch ist. Und ja, habe mich dann 1994 selbstständig gemacht. Ja, der Beruf des Metallbauers ist, wie ich euch das eben schon draußen erklärt habe, sehr, sehr vielschichtig, sehr, sehr kreativ. Und das ist auch das, was den Beruf so interessant macht. Ne? Es ist keine monotone Arbeit, es ist eine handwerkliche Arbeit, die Kreativität erfordert. Ja, und von daher ist es auch ein spannender Job einfach. Ne? Und es macht halt Spaß. Ja, um euch mal ein Bild davon zu machen, wie die Ausbildung abläuft, was für den einen oder anderen vielleicht interessant sein dürfte. Ja, die Ausbildung zum Metallbauer dauert 3,5 Jahre und ist eine duale Ausbildung. Das heißt, das Praktische findet hier im Betrieb statt. Und das Schulische findet in der Berufsschule statt. In dem Fall hier bei uns ist das die Berufsschule in Mölln. Und es findet kein Blockunterricht statt, sondern es findet wöchentlich ein oder zwei Tage Unterricht statt in der Schule. Und die anderen Tage läuft die praktische Ausbildung hier im Betrieb. Und ja, Voraussetzung für diesen Beruf ist auf jeden Fall gutes mathematisches Verständnis, ja, etwas Kreativität, ja, und auch das Interesse am Handwerk, am handwerklichen Arbeiten. Ja. Und ja, von der schulischen Voraussetzung her ist es heute eigentlich so, dass mindestens ein Realschulabschluss da sein sollte, um auch an den Anforderungen in der Schule dranbleiben zu können. Ja, es wird sehr viel vermittelt im technischen Bereich und mathematischen Bereich. Und von daher, das Bild hat sich halt immer weiter entwickelt. Es sind immer mehr Themen, die heute vermittelt werden in der Schule. Und früher ging eine Ausbildung auch nur 3 Jahre zu meiner Lehrzeit. Und heute sind es 3,5 Jahre. Und dementsprechend sind auch die Anforderungen gestiegen. Und ja, eine Voraussetzung in meinen Augen ist, eine Realschulabschluss zu erreichen. Ja, das sind so die Voraussetzungen für eine Ausbildung zum Metallbauer. Und sollte sich einer von euch angesprochen fühlen und handwerkliches Geschick haben, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einfach mit mir Kontakt aufnimmt. Ihr braucht nicht unbedingt gleich eine volle Bewerbung schicken. Unterhalb des Videos findet ihr meine Kontaktdaten wie E-Mail, Telefonrufnummern, und über eine Kontaktaufnahme würde ich mich freuen und das Interesse an dem Beruf des Metallbauers, und alles Weitere könnten wir in einem persönlichen Gespräch besprechen.